Na gut. Nachdem wir hier jetzt diese Haltestelle ins Nichts gereinigt haben, würde ich mal sagen, Slip-Einlagen. Sammeln wir mal hier die ganzen Seelen auf. Okay. Komme ich hier wieder raus? Glaube hier. Ja, da ist der Ausgang. Okay. Ich muss zum Schließfach. Aber hier war noch irgendwo eine Quest. Ach nee, das war die, oder? Ach so, ja, das war die. Die eine war hier oben. Nee, da ist sie doch. Genau, dann mache ich jetzt noch die Quest. Das verborgene Untergeschoss. Und danach machen wir die Hauptquest weiter. Nice. Was ist eigentlich das? Also, Künstler. Symbol wechseln, Schnellreise. Ach, da kann man auch schnell hinreisen. Ja, dann machen wir das doch mal. Jo! Hallo! Ne, hab auch von denen noch nichts gefunden. Ja, sorry. Achso, ja. Aha. Her damit. Hier sind was weiß ich wie viele Gegner schon wieder. Schulmädchen sind eigentlich nicht schwer, aber egal. So, was hat der denn jetzt wieder für eine Schwierigkeit? Wisst ihr, dass das Gebäude vor einiger Zeit umgebaut wurde? Alles ist jetzt oberirdisch. Die Sache ist nur, es hat mal einen Keller gegeben. Vor dem Umbau. Okay. Richtig. Das ist ein ziemlich bekannter Mythos in der Gegend. Da soll eine in Rot gekleidete Monsterfrau gewesen sein oder sowas. Ja. Und es heißt, es gibt immer noch eine Treppe, die in den Keller führt. Man muss nachts alleine durch das Gebäude gehen. Dann findet man eine Treppe, die normalerweise nicht da ist. Das Ding ist nur, niemand, der da runterging, kam je zurück. Ich weiß, wovon ich rede. Mein Freund ging danach suchen und kam nie wieder raus. Vielleicht sollten wir uns das mal ansehen. Echt jetzt? Es ist doch nur ein Mythos. Ansammlungen menschlicher Gefühle sind die Quelle der Verderbnis. Wenn ein Mythos so bekannt ist, ist er auch mit starken Emotionen aufgeladen. Lässt man sie zu lange gären, kann dabei nichts Gutes rauskommen. Okay. Und wo ist dieses verborgene Untergeschoss? Hier drüben. Also muss es hier irgendwo reingehen. Hier habe ich schon gebetet. Jetzt greifen die mich noch an, wenn die mich sehen. Aber ich muss ja runter und nicht hoch. Oder? Es macht ja gar keinen Sinn, was ich hier mache. Ach so, die teleportieren sich einfach hier hoch. Au. Hatte ich nicht vor. Ah, scheiße. Verschwindet. Aua. Miststück.
andere. Und tschüss. Nice. Okay. Auch trotzdem, wo finde ich jetzt das Untergeschoss? Hier drinne oder was? Ah. Wie der Geist sagte, such nach einer Treppe nach unten. Warte. Ein Yokai. Was macht das Yokai hier? Es versteckt wieder eine Tür. Wie immer. Zack. Danke. Deshalb war der Eingang verborgen. Mhm. Ich suche irgendwo oben und dabei ist es hier. Dann durchsuchen wir mal den Keller. Was macht denn der da? Warum bin ich nur hier runtergegangen? Kehrt schnell um, solange ihr noch könnt. Und jetzt zu unserer Frau in Rot. Kann nicht behaupten, dass ich mich darauf freue. Ja, ich auch nicht. Wir hatten gerade eben erst eine Frau in Rot. Okay, hier gibt's nichts. War das eine Frau? Was zur Hölle? Tja, jetzt geht's wohl nur noch vorwärts. Scheiße. Du und dein ungetrübter Optimismus. Die Frau in Rot hat hier unten das Sagen. Wenn ihr sie erledigt, können wir alle vielleicht... Okay. Ich hab gar keinen Bock auf die Frau in Rot. Die ist nämlich richtig böse. Oh, ich nehme die Tüte mit. Wo ist sie? Wisst ihr, warum ihre Klamotten rot sind? Sie sind gefärbt mit dem Blut ihrer Opfer. Oh, nett. Ja, dann möchte ich sie auf jeden Fall kennenlernen. Die Frau in Rot, sie wird mich töten. Ja, wo ist sie? Wo ist sie? Aha. Ist das eine Einladung? Möglich. Okay. Oh, wow. Sie könnte uns beobachten. Oh. Okay. Lass uns mal hier rausgehen. Das sieht echt... Wow. Das ist echt cool gemacht. Da ist sie. Ich gedacht, dass es wahr ist. Kein Wunder, dass nie jemand von hier zurückgekehrt ist. Noch ein Schuss. Oh, jetzt kommt sie wieder angerannt. Jetzt kommt sie wieder angerannt. Aua! Ah. Die ist wieder so schwer. Sehr gut. Kommt sie? Ich bin hier, du Miststück. Ah, scheiße, das war nichts. Oi. So. Alter, zweimal die Frau in Rot bekämpfen, das ist super. Verdammt, ich muss was essen, ich muss was essen. Und ich brauche Munition. Danke. Okay.
Ah. Aua. Leer. Ah. Ah. Scheiße. Ah. Sorgst du dich um mich? Da haben wir echt keine Zeit. Mann. Ja, ja, ich merk's. Komm in die Gänge. Sie ist tot. Ha! Ein Pfeil und sie war tot. Jetzt können ihre Opfer endlich ruhen. Geschafft. Scheint ist der ganze Keller mit ihr verschwunden. Wusste ich's doch. Der Mythos hat den Ort erschaffen. Das ist möglich? Klar. Schlimme Gerüchte ziehen oft negative Energie an. Ein Wimpernschlag und es wird zu Verderbnis. Quasi Klatsch und Tratsch, der sich selbstständig macht. Lol. Jetzt können die, deren Blut sie vergossen hat, in Frieden ruhen. Oh, das auf jeden Fall. Ich bin frei. Und das nur, weil ihr wusstet, was zu tun war. Erstmal wieder hier alle einsammeln. Gut. Alter. Halt die Klappe. Holen wir uns jetzt das Schließfach. Mal sehen, was im Schließfach ist. Ein Schlüssel. Nachricht aus dem Schließfach. Erica, falls du dich entscheidest, zurückzukommen, warte ich im Apartment 302 im Gebäude C des Kikaroko-Wohnblocks auf mich. Ach, warte auf mich. Ich komme zu dir, egal was passiert. Renko hat den Schlüssel und eine Nachricht hinterlassen, falls sie Erika nicht findet. Ist sie vielleicht in der Wohnung, die sie da erwähnt? Gut möglich. Sie wollte zumindest da sein. Okay. Erstmal Bäm. Her mit der Kohle. So, dann gebe ich noch kurz die Geister ab. Also, wer ist denn diese Erika? Sie war eine von uns. Sie besaß die Gabe. Sie wollte an unserer Seite kämpfen. Aber Renko wollte sie nicht mit reinziehen. Erika hatte allen Grund zu kämpfen. Der Freak mit der Maske. Das ist ihr Vater. Wow. Okay. Und schon wieder gesteigert. Ja, ist ja gut. Du willst was zu essen, ich weiß. Ja. Komm rein, Kumpel. Mach schön langsam. Und los, jetzt. Los. Bring mich zum Reichtum. Danke. Boah, ich muss mich echt. Muss mich erstmal aufladen hier. So viel Verbrauch. So, jetzt müssen wir in das Apartment. Ah, auf dem Weg dorthin gibt es wieder eine Nebenquest. Ja, gut, dann machen wir die mal. Das ist bestimmt klein. Und dann müssen wir da hoch. Und hier ist dann auch noch ein Yokai. Oder ein Itanomon. Aber es ist ein Yokai. Und guck mal, da gibt's wieder jetzt. Ach, diese Frau kommt, gibt's nochmal. Ach, wenn ich die jetzt einmal gesehen habe, dann gibt's die immer wieder. Da ist ein Yokai. Da ist ein Yokai. Na ja, gut. Dann müssen wir jetzt nur die Straße nach oben. Let's go. Oh wow.
wow. Oh, wow. Das sind nicht gerade wenige. Scheiße, sie haben mich entdeckt. Und ich habe nicht viel Munition. Wo sind sie hin? Du strotzt förmlich vor Kraft. Damit kannst du sicher ein paar neue Fertigkeiten lernen. Au! Ach so, ich sterbe gar nicht. Gegen diesen Zug hier kann ich nicht kämpfen, oder? Ah, ich glaube, das sollte ich auch nicht. Ich dachte, der wäre gerade Gegner gewesen, aber irgendwie doch nicht. Da liegt wieder eine Tüte zum Verspannen. Danke. In Shibuya sollte besser überhaupt niemand Verstecken spielen. Was geht ab? In letzter Zeit wurden in Shibuya viele Kinder als vermisst gemeldet. Okay. Anscheinend sind sie alle beim Versteckspiel verschwunden. Merkwürdiges Verschwinden. Vielleicht ist die Verderbnis die Ursache. Ich hoffe nur, sie kommen alle wohlbehalten zurück. Okay. Ja, dann gehen wir mal den Ort suchen, wo die Verstecke gespielt haben. Muss ja am Spielplatz oder sowas ähnliches sein, oder? Hier auf dem Platz? Nein, es gibt nicht schon wieder was. Hau ab! Aha, da ist eins der verschwundenen Kinder. Hey Kinder, wollt ihr Verstecken spielen? Oh. Klar, warum nicht? Ja, ich verstecke mich hier nicht so. Okay, finde den. Hat was mit den verschwundenen Kindern zu tun? Oder er ist selbst eins der Opfer. Guter Punkt. Wie auch immer, wir sollten uns das mal ansehen. Den erledige ich kurz. Zack. Wo versteckt sich das Kind? Ich muss nach oben. Gut. Okay. Jedes Mal verirre ich mich hier. Ich fahre nicht mehr mit dem Zug. Für mich ist das kein Problem. Sehr gut. Oh, ah, Scheiße. War ja noch am Leben. Elendiges Miststück. Gib mir deinen Kern. Ich wünschte echt, wir könnten das alles lassen. So. Was haben wir denn da? Was ist das denn? Ein tragbarer Kassettenspieler, ein Gerät, das Audiokassetten abspielt und klein genug ist, um es herumzutragen. Ja, aber ich glaube, das benutzt niemand mehr heutzutage. Das ist ein Relikt. Und gefunden. Diese Runde haben wir wohl gewonnen. Ich hatte schon ewig nicht mehr so viel Spaß. Ich heiße Yusuke. Lass uns irgendwann wieder spielen. War's das schon? Oh, er hatte wohl doch nichts damit zu tun. Er wollte also einfach nur Spaß haben. Kinder. Und jetzt? Oh, okay.
Aber warum die versteckten Kinder verschwinden und die Kinder verschwunden sind, habe ich jetzt nicht lösen können. Da ist noch eins. Doch kein mysteriöses Verschwinden. Achso. War vielleicht nur ein Gerücht. Okay. Das kann sein, ja. Ja gut, dann auf zur Hauptmission. Wo sind die? Da oben. Ja gut, ist noch gar nicht mehr so weit weg jetzt. Ich sehe eine Seelenspur. Ja? Dann nutzt sie also den Geisttransmitter, um sich fortzubewegen. Immer noch die Alte. Sogar als Geist. Okay. Renko hat wohl weiter nach Erika gesucht. Selbst nach ihrem Tod. Ich habe noch nicht so viele. 5 Stück. Egal. Was weg ist, ist weg. Zack und zack. Danke. Taxizeichen sieht aber echt komisch aus. So, jetzt muss ich... Oha! Okay, jetzt muss ich aber ziemlich weit nach oben. Was ist das hier? Ein Kappa. Schon wieder. Okay. Dass hier kein Tor ist? Nee. Yokai. Den Laden hier kann ich keine Schnellreise machen. Ich kann nur hier hoch. Ja, gut. Na dann los. Jo. Okay. Echt jetzt erst ein bisschen aufladen. Aber halt auch da hoch und mal gucken. Vielleicht gibt es hier viele. Was? Viele Geister. Viele, viele Geister. Verdammt. Au. Boah. Verdammt, ich muss erstmal was essen. Okay. Puh. Toll, weißt du, ich komme hier hoch und dann kriege ich erstmal auf die Fresse, wie immer halt. Aha. Da drüben ist auch noch so ein Baum. So muss ich erstmal hochkommen. Verdammt. Ah. Na, nein! Ach. Schon gedacht, dass ich runterfall. Erwischt. Okay, Feuer wollte ich jetzt nicht. Besser wäre Wind gewesen. Eins nach dem anderen. Noch ein paar Geister sammeln, bevor ich da hochgehe.
in die Wohnung. Alter, wie viele Geister es hier gibt. Das sind voll viele hier. Scheiße. Zack, zack. Und jawohl. Komm schon. Zack. Da hinten ist auch noch ein Geist. Wie viele Geister. Kann man jemals überhaupt alle Geister einsammeln? Oder respawnen die einfach wieder? Ich glaube nicht, ja. Hoi, hoi, hoi. Telefonzelle. Drüben, hier. Nur die Frage ist, wie komme ich auf die hohen Häuser? Da war ich schon. Ah, okay. Na, scheiße, jetzt bin ich schon runtergefallen. Egal. Alles klar, das auch, das auch. Ich brauch Munition. Katze. Eine Geldkatze. Nice. Immer her mit der Kohle. Soll ich den Yokai noch kurz fangen? Ja, warum nicht? Dazu brauche ich eine Gurke. Irgendwie ein Kappa. Ganz hier in der Nähe. Ein Kappa, nicht Yokai, ein Kappa. Leg eine Gurke auf den Sockel. Wir locken ihn an. Okay. Ein Kappa. Und was jetzt? Versteck dich und warte, bis es frisst. Wir schlagen zu, wenn es abgelenkt ist. Also abwarten. Mit der Geistersicht werden seine Spuren sichtbar. Ah, geh doch gleich fressen. Nein, er schwimmt da noch ewig lang rum jetzt. Wenn es frisst, schlagen wir zu. Wo ist er?
So, jetzt wirst du gleich. Und... Es hat angebissen. Zugeschlagen. Her damit. Das könnte ich gebrauchen. Ein Kappa. Okay, und wieder mal ein paar Seelen. Vielleicht gibt es hier noch mehr Seelen. Ich guck mal. Ich glaube nicht. Ich kann hier keine Tori sehen. Ich sehe mich mal um. Ich höre schon wieder ein Ding. Eine Telefonzelle. Wer ruft da denn schon wieder an? Was macht ihr denn? Beeilt euch oder wollt ihr, dass er bekommt, was er will? Der Nebel hier kommt aus einem Schrein im Südwesten. Okay, sorry. Hat etwas gedauert. Hast du Erika gefunden? Erika? Nein, wir haben gerade größere Sorgen. Jetzt macht hin. Okay. Das war kalt. Zu kalt. Das passt gar nicht zu ihr. Erika? Oh. Sieht aus, als wollte sie uns etwas mitteilen. Wirklich. Aber wem vertrauen wir jetzt? Ich weiß, auf wen ich setze. Auf Erika? Ach, schon wieder, Alter. Egal. Hoi, 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 hoi. Diese Seele ist befreit. Absorbieren wir die Seelen. Okay. Da drüben ist auch noch eine. Die hole ich auch noch. Und dann gebe ich die ab. So. Oh. Zack. Jawohl. Nice. Zack. Schluss. Was ist jetzt? Hergehört, du hast über 50.000 Geister gerettet. Ah. Damit könntest du ein ganzes Stadion füllen. Ich kann sie regelrecht jubeln hören. 50.000 Geister. Nicht schlecht. Ich spüre die Macht. Ja. Ich spüre die Macht auch. Und was verbessere ich jetzt? Die Sicht verbessere ich jetzt endlich mal. 50 Meter. Dann verbessere ich das Tempo vom Wind. Jawohl. Okay. Sehr schön. Wow, jetzt könnt ihr es mit der ganzen Welt aufnehmen. Ständig kannst du es mit der ganzen Welt aufnehmen. So. Hier rein, oder was? So. Echt jetzt? Da ist so ein Baum. Komme ich hier irgendwie hoch? Was ist das? Die erwachte KI. Eine von KI versetzte Bericht. Ah, ist ein Bericht ist das jetzt. Wieder so ein Geisterbericht. Okay. Ab nach oben. Komm ich nicht rein. Nicht weiter hoch. Ah, doch hier. Irgendwas ist mit dieser Wohnung faul. Hier stimmt was nicht. Ja. Ich
komme nicht rein. Doch, ich habe ja den Schlüssel. Und wieder in so einer Gammelwohnung. Ich habe ein mieses Gefühl. Sieh dich um. Katze? Wer ist das denn? Ja. Noch eine Katze? Vielleicht sollte ich mir was Neues suchen. Okay. Was ist das? Zeitschriften mit Gratistasche. Eine dünne Zeitschrift, zu denen man eine edle Handtasche bekommt, die mehr wert ist als die Zeitschriften selbst. Seltsam. Und Mangas und Motorräder. Und noch mehr Mangas und Schminke. Okay. Toilette. Ich höre was. Okay, Moment. Die hatten wohl was Größeres vor. Was ist denn das? Ah, okay. Was ist denn los? Futter. Habt ihr Futter? Ja, haben wir, aber nur Hundefutter. Sie will gar nicht mit mir reden. Ist das voll die Katzenlady, oder was? Ist das Rinko? Warte, hier ist noch jemand. Ich habe sie im Krankenhaus gesehen. Sie gehört zu den Besuchern. Ach, lol. Ich wusste, dass sie nicht echt ist. Sie müssen Rinko geschnappt haben, als sie Erika gesucht hat. Okay, aber warum hat sie uns dann geholfen? Wenn sie nicht die echte ist. Alles klar. Wieder raus, das war's. Und das wollte uns der Geist zeigen. Dann ist die Katze jetzt wohl aus dem Sack, ha? Könnte man sagen. Gut, dann hat die ganze Heimlichtuerei auch mal ein Ende. Hä, warum? Aus welchem Grund? Ich lass euch einfach hier drin. Hä? Was? Hä? Sie ist weg. Sie kann nicht weit sein. Finde sie. Okay. Wo bin ich? Alles klar. Was ist mit der Stadt plötzlich passiert? Du hast es vermasselt. Ja, ja, ich mach's wieder gut. Jetzt schnell. Keine Seelen? Alter, was ist denn wieder mit dieser Welt los? Was hat dir wieder angestellt? Da drüben! Rinko, das verzeihe ich dir sicher nicht. Verdammt. Okay, das hätte ich auch nicht erwartet. Aber wir können zumindest wieder gemeinsam kämpfen, oder? Vielleicht. Hängt von dir an. Oh. Cool, dass gemacht ist, bitte. Mist. Was? Hä? Alles klar.
Rinko. Was ist denn jetzt los? Alter! Junge! Was geht denn ab? Muss ich auf Regenschirmen laufen? Macht sie das? Nach oben. Ich ahne Schlimmes. Es kommt ein Bossfight. Rinko, halt sie noch etwas länger zurück. Wir holen uns Rinko zurück. Zack. Lass sie los. Oha. Okay. Nein. Runter, rüber. Okay. Jawohl. Und... ja, gib sie frei! Das war's? Wir sind wieder draußen. Wo ist Rinko? Los, finde sie! Ja, wie soll ich sie denn finden? Im Haus oder was? Er muss ja hier draußen irgendwo sein. Das ist schon noch mit. Auf dem Spielplatz? Da ist sie. Ja, sieht aus wie der Spielplatz von vorhin. Okay. Sie hat sie verlassen. Sie hat sich von Rinko gelöst und ist weg. Wo ist Rinko? Oh, ein Glück. Es geht dir gut. Ja, alles gut. Was ist mit dir? Alles in bester Ordnung. Ganz sicher? Ja, für alles ganz. Und ich konnte dadurch auch ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ich weiß jetzt, wo der Nebel herkommt. Ich werde euch alles erklären. Jetzt? Oh, ich brauche erst was zu schreiben. Brauchst du nicht. Das Gute an meiner neuen Form ist, dass ich keinen physischen Einschränkungen mehr unterliege. Ich übertrage es einfach an euch. Wow. Den Rest müsst ihr selbst erledigen, Jungs. Wir sind fast am Strahl. Aber nur fast. Kümmern wir uns um die neuen Torii. Neue aufgedeckte Torii. Sehr schön, Mission beendet.